Word kannst du Checkboxen einfügen, die sich nach Belieben abhaken lassen. Das ist praktisch, wenn du zum Beispiel Checklisten oder Fragebögen erstellen möchtest. Um Checkboxen in deinem Word-Dokument nutzen zu können, musst du jedoch zuerst die Registerkarte Entwicklertools aktivieren. Dazu kannst du dir unser Tutorial zum Thema Entwicklertools anzeigen anschauen. Und so fügst du eine Checkbox ein. Klicke im Register Entwicklertools in der Gruppe Steuerelemente auf Kontrollkästchen Steuerelement. Die Checkbox erscheint nun im Dokument. Jede Checkbox ist ein separates Element. Wenn du den Cursor in das Feld mit der Checkbox setzt, kannst du mit einem Klick auf die Leertaste die Funktion testen. Mit jedem Klick wechselt der Zustand von neutral zu aktiv und zurück. Wenn du diese Darstellung ändern willst, markiere die Checkbox und klicke dann im Register Entwicklertools auf Eigenschaften. Es öffnet sich das Dialogfenster Eigenschaften von Inhaltssteuerelementen. Hier kannst du zum Beispiel dem Feld einen Namen geben. So kannst du die Felder später besser voneinander unterscheiden. Außerdem kannst du dem Feld eine Farbe zuweisen. Die Farbe wird sichtbar, wenn du das Feld später wieder markierst. Unter Sperren kannst du mit den Einstellungen verhindern, dass das Steuerelement versehentlich gelöscht wird. Unter Kontrollkästchen Eigenschaften kannst du wählen, wie das Kontrollkästchen im normalen und aktivierten Zustand aussehen soll. Unter Aktiviert-Symbol kannst du bei einem Klick auf Ändern ein Dialogfenster öffnen. Hier kannst du ein Symbol aus allen aktivierten Schriftarten im System auswählen. Schriftarten mit vielen Symbolen bieten sich hierfür an, wie etwa Wingdings. Wenn du ein Symbol per Mausklick ausgewählt hast, kannst du mit einem Klick auf OK das Dialogfenster schließen und das neue Symbol wird direkt übernommen. Auf die gleiche Weise kannst du auch das Deaktiviert-Symbol anpassen. Jetzt kannst du mit einem Klick auf OK das Dialogfenster schließen und alle Anpassungen werden übernommen. Mit einem Klick auf die drei Punkte am Feld mit den Checkboxen kannst du sie mit gedrückter Maustaste verschieben. Dafür muss allerdings eine Textposition existieren. Um das zu erkennen, aktiviere am besten im Register Start im Bereich Absatz mit einem Klick auf das Symbol für Absatzmarken die Absatzmarken im Text. Wenn du einen Text neben ein Kontrollkästchen schreiben willst, setze den Cursor zunächst neben die Checkbox. Das Feld ist aktiv. Klicke nun einmal auf die rechte Pfeiltaste, bis das Feld verschwindet. Jetzt kannst du neben die Checkbox deinen Text wie gewohnt eingeben. Per Klick auf deine erstellte Checkbox aktivierst du bzw. deaktivierst du sie.